In der deutschen Bundesliga ist es Standard und auch an den letzten Europa- und Weltmeisterschaften ist es schon angeboten worden. Ein Audiokommentar für blinde und sehbehinderte Fußballfans, die im Stadion sind. Auf die neue Saison an haben der Schweizerische Verein fürs Blindenwesen und der FCB das Angebot auch im Joggeli eingeführt. Der Stefan Mörker vom Blindenverband erklärt, wie es dazu gekommen ist. Also wir haben uns überlegt, nach der Euro 08 und auch nach dem Schweizerischen Fußballverband, das haben vielleicht der FC Basel, auch könnte aus grössten Schweizer Club dort etwas mitmachen. Es verbindet uns eben, die würden Zugang geben, dass wir da die Kommentierung anbieten können. Der FCB hat sich also eben für das Projekt gewinnen lassen und ist damit der erste Schweizer Verein, der blinde Fans im Stadion den Match so kommentiert bekommen, dass sie besser wissen, was auf dem Spielfeld läuft. Also es wird durch eine FM-Anlage ausgestrahlt von der Medientribüne und die Leute können ein Radio mitnehmen, wo sie ganz normal über das Nadel oder was auch immer, einfach ein Radio, das sie über den Kopfhörer hören können, an ihrem Platz, wo sie auch immer hocken im Stadion. Der Kommentar ist aber anders als zum Beispiel die Live-Übertragungen, die sie von Radio Basel gewohnt sind. Auch die Leute, die vielleicht noch nie ein Fußballspiel gesehen haben, sollten ja daraus kommen, was auf dem Feld passiert. Darum sind mehr Details nötig, damit eine möglichst gute Vorstellung mit Bildern im Kopf kann entstehen, sagt der Stefan Mörko. Blinde oder sehbehinderte Person weiss nicht, was auf dem Spielfeld läuft. Also braucht es eigentlich eine genaue Beschreibung, was läuft. Also man beschreibt, was mit dem Ball passiert, wo er genau abgespielt wird, also nicht hinten, sondern wo ist hinten und wo er vorgespielt wird, auf welche Person. Damit es der Fan auch rauskommt, wo der Ball gerade ist. Zusammen mit der Geräuschkulisse im Stadion sollte so für die Leute, die nichts oder nur wenig sehen, ein möglichst intensives Matcherlebnis kreiert werden. Radio Basel ist das offizielle FCB-Radio. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, auch Meister zu werden im nächsten Jahr, dreimal hintereinander. Hat ja auch noch keiner geschafft und das ist ein tolles Ziel von uns. Radio Basel bringt alle Spiele live. Wenn du natürlich so kannst den Match heimspielen wie jetzt die Buben, wenn du weißt, da kann nichts mehr anbrennen, das ist natürlich Legende. Radio Basel bringt alle Medienkonferenzen live. Ich bin einfach Stürmer und ich fühle mich enorm wohl in dieser Mannschaft. Und bringt alle FCB-Informationen, die sie wissen. Die Fans hier, die ganze Stadt ist unglaublich und Hut ab vor diesen Fans, vor dieser Stadt. Radio Basel, das offizielle FCB-Radio. Immer da.